Ich habe eine Frage an dich, und zwar die Frage des Tages. Oh nein. Was sind deine Abschiedsworte an Paul? So, Freunde, welcome, welcome. Einen wunderschönen Pfingstmontag, Freunde. Ich bin schon wieder on the road. Gestern in Osnabrück gewesen, heute am Jahn-Sportpark. Denn die U19 von Hertha spielt heute Rückspiel, Halbfinale, Jugendbundesliga. Hinspiel 2-2 in Dortmund. Rückspiel vor einer relativ großen Kulisse im Jahn-Sportpark. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze sein wird. Ich habe ein paar Freunde dabei. Krügi ist am Start hier von Calcio. Calcio. Ob mich irgendjemand angreift? Oder war es Calcio? Ich weiß nicht. Naja, das verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Gestern der Vlog hat nicht geklappt, weil das war so hektisch alles und dann kam die Szene nicht rein und dann hat es auch irgendwie ehrlich nicht so gebockt. Aber den 34er haben wir geschafft und die Kirsche auf der Sahnetorte gibt es jetzt hier beim U19-Spiel. Einige Spieler vom Kader von Hertha sind ja junge Profis, die auch U19 noch hätten spielen können diese Saison. Die haben jetzt im Hinspiel alle mitgespielt, also ein Ibo Masa, ein Pascal Clemens und so weiter und so fort. Ja. Aber ihr seht auch schon, sind unglaublich viele Leute am Start. Uiuiui. Gestern hat Cottbus hier noch gespielt gegen Hertha 2. Cottbus ist gestern in die dritte Liga aufgestiegen und dann gab es einen Platzsturm. Und dann wurde gesagt, ja, wahrscheinlich findet das Spiel vielleicht doch nicht statt. Aber soll alles gepasst haben. Und ja, auf geht's, Hertha kämpfen und siegen. Auch hier. Halli, hallo. Alles gut? Alles super. Ich habe eine Frage an dich und zwar die Frage des Tages. Oh nein. Was sind deine Abschiedsworte an Paul? Paul, wir lieben dich. Er hat viel für uns gemacht. Er hat aber eine Sache für mich, leider, Kaiserslautern. Er hat, an dem Tag hat er für mich... Das ist der Kündigungsgrund, sagst du. Hier ist der neue Trainer heute, Oliver Reis. Sagst du, der wird's? Sage ich, hoffe ich. Weil ich habe gesehen, 93 Minuten Hinspiel, die Jungs rennen nach vorne an, die pressen die. Und das, was ich sehen will in der Zukunft im Olympiastadion. Krögi, hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Schön, dass du es hier hingeschafft hast. Hauhe. Richtig und cooler Move. Der war cool, ja. Was hast du gerade gesagt? Benze? Hat Benze nicht gestern noch gespielt? Ja, kann sein. Welcher Dardai hat gestern ein Tor gemacht? Der spielt hier schon wieder. Hat Benze gestern getroffen sogar, ja? Bei Benze der U23. Ja, dann muss es. U23 meinst du bei Cottbus? Nee, gestern. Profis. Ach so, Profis. Das war Palko. Palko. Nein. Die alle durcheinander. Nein. Das ist der Jüngste, ja. Benze. Und Benze ist ja ab nächster Saison bei Wolfsburg. So, den gucken wir uns hier an, wa? Den Benze gucken wir hier, genau. Dulle, direkt mal die passendste Frage jetzt. Was sind deine Abschiedsworte an Paul Dardai? Paul Dardai ist eine absolute Legende und ich bin einerseits natürlich absolut traurig, dass er weg ist. Andererseits, glaube ich, wird es auch wieder Zeit. Aber wie auch mit ihm schon mal umgegangen wurde, war jetzt nicht optimal. Aber Paul Dardai ist einfach ein Macher. Den müssen wir auf jeden Fall eine Statue bauen. Paul Dardai, absolute Maschine. Krügi gibt auch irgendwann noch seine letzten Worte an Paul. Oh, lieber nicht. Später. Wir haben eine Hassliebe, würde ich sagen. Du und Paul? Ja. Ja, dann passt es ja auch, dass du noch ein paar Worte zu ihm sagst. Ja. Das wird das Letzte, was im Vlog passiert, vielleicht. Paul, mein Freund, mach's gut. Wir hatten schon viele schöne Momente, sei es auf dem Oktoberfest in der Spinnerbrücke gewesen, wo ich dich im Suff voll gequatscht habe. Oder wie auch letztes Jahr mit Andi Menger zusammen ein U23-Spiel zu sehen haben und eine Halbzeit lang philosophiert haben, was gut läuft, was nicht gut läuft. Dir gehört der größte Dank, Alda Yatana. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bis zum letzten Mal. So, da ist Benze, Eckballpunkt, Einhof. Schön. Komm mal, Olli, deiner, fahr rückzieher. Komm. Oh, Mann! Schade wäre das. So, Freunde, wir haben das 1-0. Hertha BSC 1, Dortmund 0. Olli Rilke schnappt sich den Ball beim Aufbau. Fackelt nicht lang. 5-6 Schritte. Man denkt, vielleicht spielt er ihn quer. Hell nah. Das ist ein Stürmer. Der schießt ein Tor. Goal. Ich habe gar kein Update mehr gemacht, seitdem das 1-0 kam. Geil, ich habe nicht einmal mehr gefilmt. Ja, Freunde, 1-1 zur Halbzeit. Anschlusstreffer kam eine Sekunde auch, nachdem Hertha das Tor geschossen hat. Und dann war es wieder diese ausgeglichene, gleiche Partie, die wir vorher hatten. Schau mal, was die zweite Hälfte hergibt. Neue Sitzplätze, bessere Sicht, genau. Wir haben jetzt nochmal eine etwas andere Sicht hier. Wir moven dahin, wo das Tor von Dortmund ist, weil wir wollen Tore. Was sagt man zur ersten Halbzeit? Erste Halbzeit war okay, oder? War beide Mannschaften hatten ihre Chancen ein bisschen, dies, das. Paris Brunner hatte auch noch eine richtig gefährliche Chance, hat Tim Goller super gehalten. Zweite Halbzeit, mal gucken, was es gibt. Heißt, wir könnten vielleicht ein Wiederschießen bekommen hier. Ich glaube, Paris Brunner muss man noch nachnominieren zur EM.
Hat er Pfosten getroffen, ne? Habe ich von Plätti gehört. Er hat Torwart ausgedribbelt und Pfosten. Ja. Ja. Hallo? Alles gut? Ja, bei dir? Bei mir ist alles super. Außer 2-1. Das ist Quatsch. Keine Bilder, ich bin krankgeschrieben. Direkt die Kamera mal drehen. Einmal lächeln bitte. Der Anschlusstreffer für Hertha BSC und auch an diesem Tag. Super Angriff, schön ausgespielt und noch lange nicht vorbei. Steht 3-2. Benze Dada, Ibo, oder besser gesagt Ibrahim Maza am Freistoßpunkt. Das 3-3. Ausgleichstreffer in Berlin, Jahn Sportpark. Hertha BSC! Hertha BSC! Was regiert ihr? Was regiert ihr? Oh! Oh, wie kriegt Liebe? Benze bringt den. Komm jetzt. Guck mal, Benze. Aber Torwart macht auch Show. So, 90 Minuten rum, Elfmeterschießen in Berlin. Ich denke mal, Clemens wird auf jeden Fall einen Elfmeter sich nehmen, weil bei dem HSV-Spiel hat er sich auch eingenommen. Ibo wird bestimmt einen machen. Nur noch mal ein kleiner Chat zwischen den Torhütern. Elfmeterschießen wird vorbereitet. Lucky für uns, unser Tor, auf das geschossen wird. Komm, Andi. Das war leider ein Kackelfmeter, aber abhaken. Was soll man machen? Goller holt auch einen raus. Hoppa. Komm mal, Goller. Die Aura. Komm mal, Tim. Komm mal, Tim. Tor gehört dir. Das ist deine Linie. So, wieder Linksfuß. Kann Hertha Ausgleich machen? Hertha BSC! Yes! Goller! 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 Komm mal, Tim mit der Aura. Schnapp dir den. Weg, 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 weg! Ey, er ist stehen geblieben! Stark! Ah, das ist Momo. Komm mal, Tim, hast du? Tim gegen Wildchen. Oh. Das war aber ein grandioser Elfer auch, muss man sagen. Ibrahim. Komm mal, Ibo. Alter Ibo. Oh. Lucky, Lucky, Lucky. Und Ibo übergibt an Paris. Jetzt die Frage. EM-Ticket holen oder nicht für Paris? Plettenberg guckt ganz genau zu. Ich sage, der Ball landet in der Tribüne. Tribüne. Er dachte, er darf schon jubeln. Er hat schon die Tasten gedrückt für den Jubel. Komm mal, Passi. Für einen Torwart, das muss doch so kacke sein, ne? Also für so einen Tim oder so. Da denke ich jetzt, egal, wenn er den jetzt macht, dann kommt es nur auf mich an wieder. Komm mal, Pascal. Jawohl. 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 Komm mal jetzt. In Tim we trust. In Goller we trust. Komm mal, Tim. Komm mal, Tim. Push ihn. Weg. Linksfuß weg. Und für Hertha BFC. Platz der Tau. Oh, das ist tough. Das ist tough. Man war so kurz davor, Alter. Man war so kurz davor. Alle mal verdienen. Ahoi! Hertha BSC!
bin hier noch im Park gerade und ich habe den Benji hier nochmal kurz ans Mic bekommen. Benji, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht es ausgezeichnet. Benji, du musst doch die Frage des Tages beantworten. Und zwar, was sind deine Abschiedsworte an Herrn Dardai? Bis nächstes Jahr. Okay, Benji, dankeschön. So, Krügi, bevor du abhaust, was sind deine letzten Worte an Paul Dardai? Wie verabschiedest du dich? Ich wünsche ihm eine gute Zeit. Es war eine gute Zeit, er ist eine härter Legende, aber man muss auch loslassen können. Beide Seiten müssen mal loslassen können. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass man jetzt mal wieder getrennte Wege, zumindest im Profibereich geht. Nice, Dankeschön, Krügi, für die Liebe. Paul, er wünscht dir alles Beste. Ja, tue ich wirklich von ganzem Herzen. Ich wünsche mir nur einen neuen Cheftrainer für die Hertha. Dankeschön, Habibi. Dankeschön, schön, dass du da warst. Krügi, auf Wiedersehen. Ich habe Kaffee an den Händen.